Ein frohes Neues, meine Hopfennasen. Ja, was haben wir denn heute? Mühlenkölsch. Wie kommt das denn in unsere Gefilde? Naja, in 2 Wochen, am 14. Spiel wir in Köln. Da müssen wir uns natürlich vorbereiten. Und da dachten wir, probieren wir mal. Wohlsein. Ich habe kein Kölschglas, aber das tut's auch. Also ich finde es ganz gut, bin jetzt aber nicht so der Kölsch-Kenner, auch nicht hier von dem. Aber die Emi von Bierzeit, gute Freundin von uns, die hat das mal auseinandergenommen und verglichen. Würde ich sagen, schaut da mal rein, weil die weiß, von was sie spricht. In dem Sinne, gute.